Moin Moin und hallo hier bei Bastis Battletech Bunker auf dem Saramal-Kanal. Ich bin Sebastian und heute will ich euch mal ein bisschen zeigen, wie man Battletech Override spielt von Death from Above Wargaming, dem In-Between-System zwischen Classic Battletech und Alpha Strike, das so ein bisschen filmhafte, coole Mech-Gefechte auf Tabletop-Schlachtfeldern simulieren will. Ein Hausregelsystem von Fans für Fans. Muss man so ein bisschen was drüber erzählt kriegen. Das ist meine Aufgabe, das werde ich auch gleich übernehmen. Vorher würde ich einmal ganz kurz darauf eingehen wollen, was ihr braucht, um Battletech Override spielen zu können. Das ist schon so ein bisschen was, aber da es ein Fansystem ist, sind es halt keine festen Regeln, sondern im Grunde nur ein Regelwerk, was immer wieder auf verschiedene andere offizielle Publikationen verweist, die ihr braucht, um halt Battletech Override spielen zu können. Aber es lohnt sich. Es ist ein super cooles System. Ich werde auch gleich nach diesem kurzen Überblick dann direkt auf den Tisch gehen und dann zeige ich euch auch Runde für Runde, Phase für Phase, wie das Grundspielsystem funktioniert, sodass auch ihr im Grunde dann demnächst bald mit eurem ersten Battletech Override-Spiel starten könnt. Ihr braucht auf jeden Fall diese ganzen Grundregelwerke für Battletech. Unter anderem zum Beispiel das Battletech Alpha Strike, die Commander's Edition. Die braucht ihr, weil da sind Regeln drin, auf die sich Battletech Override bezieht. Und wenn ihr dieses Buch habt, dann könnt ihr auf jeden Fall schon einen Teil spielen, weil ihr immer wieder nachlesen werden müsst, bestimmte Regelstellen, wie funktioniert was. Das braucht ihr. Was ihr noch braucht, ihr braucht die Grundregeln für Classic Battletech, zum Beispiel hier dieses Battletech Manual oder wenn ihr die Beginnersbox wird nicht reichen, aber wenn ihr das Game of Armored Combat habt zum Beispiel, das ist die Grundbox, die fortgeschrittene Grundbox für Classic Battletech, da habt ihr halt auch schon die Grundregeln drin oder halt direkt hier oder vielleicht habt ihr das Total Warfare Buch, da sind auch die gesamten Regeln drin, auf die sich Battletech Override dann immer wieder beziehen wird. Ist genauso wie die Grundregeln für Alpha Strike, die ich euch eben gerade gezeigt habe, essentiell, um Battletech Override spielen zu können. Und was ihr noch braucht, als letztes, das MechWarrior Destiny Rollenspielsystem. Das ist im Grunde so die Grundidee gewesen für Battletech Override oder für den Vorgänger Battletech Destiny, wo ihr dann im Grunde vereinfachte Mech-Schlachten spielen könnt, die nicht ganz so detailliert sind wie bei Classic Battletech, aber auch nicht ganz so flach wie bei Alpha Strike, sondern halt genau dieses filmhafte Schlachtengefühl, was ich euch gleich zeigen werde, was halt Battletech Override ausmacht. Und ihr braucht halt auch das MechWarrior Destiny Regelbuch dazu, weil auch darauf wird sich das Grundregelwerk von Override immer wieder drauf beziehen. Und zwar ist es das hier. Das könnt ihr euch runterladen auf der Website von Death from Above Wargaming. Ist eine PDF. Wenn ihr die ausgedruckt habt, dann bekommt ihr das gesamte Regelwerk für Battletech Override. Und dieses Regelwerk gibt euch einmal den gesamten Überblick, aber wird sich auch immer wieder auf diese eben gerade gezeigten Publikationen berufen, in denen ihr dann nachschauen müsst, oder solltet auf jeden Fall, wie halt die Regeln funktionieren, wie die ausgelegt werden für Override, damit es da nicht zu irgendwelchen Problemen kommt. Das ist aber im Grunde auch alles. Vielleicht seid ihr auch schon alteingesessene Battletech-Spieler, habt auch die ganzen Bücher schon. Dann braucht ihr wirklich nur noch hier dieses Grundregelwerk und könnt dann eigentlich schon fast losstarten, nachdem ihr euch ein paar Mechs gebaut habt. Die Mechs baut ihr euch in dem Builder von Death Rover 4 Gaming, auch auf deren Website. Da könnt ihr zum Beispiel die ganzen Werte von Classic eintragen und bekommt dann hier, den habe ich jetzt ein bisschen größer ausgedruckt, dass man das besser sehen kann, einen schönen Battletech Override Datenbogen, auf dem halt alles drauf ist. Einmal der Mech an sich mit seinen ganzen Panzerungswerten und mit den ganzen Waffen, mit den TICs und so weiter und so fort, sodass ihr halt auch wirklich dann loslegen könnt. Und genau für diese beiden Lanzen, die jetzt hier gegeneinander spielen, wo wir gleich noch ein bisschen genauer drauf eingehen, die habe ich mir jetzt halt schon ausgedruckt und da werde ich euch gleich einmal eine Runde Battletech Override vorführen, damit wir dann sehen, wie funktioniert das Spielsystem überhaupt, was sind so die kleinen Feinheiten und wie ist so ungefähr der Flow des Spiels, dass man so ein bisschen weiß, okay, ich habe eine Runde gesehen, jetzt weiß ich, wie es funktioniert, damit ihr dann auch eure eigenen Spiele durchziehen könnt. Jawohl, das ist grundsätzlich auch schon der grobe Überblick. Wenn ihr noch weitere Informationen dazu haben wollt, habe ich schon ein Video zum Thema Battletech Override gemacht. Und zwar ist das hier verlinkt. Da könnt ihr gerne draufklicken. Dann seht ihr auf jeden Fall nochmal so ein bisschen, was hat sich geändert im Gegensatz zum geistigen Vorgänger
BattleTech Destiny zu BattleTech Override, was wir jetzt hier besprechen. Da bekommt ihr dann noch ein paar mehr Informationen. Jetzt soll es aber wirklich nicht um die Änderung gehen, sondern wirklich um eine Runde BattleTech Override. Wie spielt es sich? Was passiert? Und das würde ich sagen, schauen wir uns jetzt an. So, da sind wir jetzt in der Nahaufnahme und hier auf diesem Schlachtfeld sehen wir auf der einen Seite eine Haus-Kurita-Lanze, auf der anderen Seite eine Söldnerlanze, die sich hier in diesem zerstörten Dörfchen treffen, um einen Streit beizulegen im BattleTech Override-System. Und das BattleTech Override-System wird in Runden gespielt, die sich dann wieder in einzelne Phasen untergruppieren. Und eine Runde besteht aus 5 Phasen, der Initiative-Phase, der Bewegungsphase, der Schussphase, der Hitzephase und der Endphase. Und wenn wir diese 5 Phasen durchhaben, ist die Runde beendet und wir gehen dann in die nächste Runde und dann wieder in die nächste Runde und wieder in die nächste Runde, bis eine Seite gewonnen hat, zum Beispiel durch Aufgabe der anderen Seite, wenn bestimmte Missionsziele erfüllt wurden und ähnliches. So, wenn wir dann einfach mal starten, dann brauchen wir natürlich erstmal Datenbögen, die habe ich ja schon kurz angesprochen im Einleitungstext. Und die habe ich mir jetzt hier auch gemacht. Jede dieser einzelnen Einheiten, hier zum Beispiel hier der Thug von Haus Kurita, hat jetzt hier halt einfach einen einzelnen Datenbogen, auf dem einfach nochmal alles draufgeschrieben ist. Zum Beispiel die ganzen einzelnen Panzerungswerte, die einzelnen Waffengruppen, wie gut der Pilot ist, die Bewegungswerte und so weiter und so fort. Ich hoffe, das spiegelt nicht zu sehr jetzt hier in der Aufnahme. Ich werde es auf jeden Fall aber auch noch einblenden. Und jede dieser Einheiten hat halt einen Datenbogen. Das könnt ihr natürlich auch kleiner ausdrucken. Ich habe es hier ein bisschen größer gemacht, dass man das auch alles besser sehen kann im Video. Aber ich denke mal, damit kommen wir relativ gut zurande. Und wenn wir dann das Spiel starten, also die Runde 1 zum Beispiel, auch wenn wir hier wahrscheinlich schon weiter im Spiel fortgeschritten sind, dann starten wir immer mit der Initiative-Phase. Die Initiative-Phase ist im Grunde eine sehr simple Phase, in der beide Spieler einfach nur 2 Würfel würfeln. Wir haben also einmal hier Würfel für Haus Kurita und einmal hier Würfel für die Söldner. Dann wird gewürfelt, Kurita würfelt, die Söldner würfeln und die Würfelzahlen werden addiert. Das heißt, Haus Kurita hat eine 9 gewürfelt, die Söldner haben eine 4. Das bedeutet, die Söldner, weil sie niedriger gewürfelt haben als Haus Kurita, haben die Initiative verloren. Hätten beide Seiten denselben Wert gewürfelt, addiert, hätte man einfach neu gewürfelt, so lange bis eine Seite den Wurf für die Initiative gewonnen hat. Die Söldner haben verloren. Das bedeutet, dass in den nachfolgenden Phasen die Söldner immer beginnen müssen, weil sie halt die Initiative verloren haben, haben sie halt den schlechteren Start in die Runde erwischt und müssen immer zuerst agieren, sodass Haus Kurita, da sie die Initiative gewonnen haben, auf die Bewegung der Söldner reagieren können. Das ist auch schon alles, was in der Initiative-Phase passiert. Es kann nicht modifiziert werden, es gibt keine Möglichkeit derzeit, die Initiative großartig zu modifizieren. Ihr würfelt, das kann in jeder Runde auch ein anderer sein, das heißt, vielleicht gewinnt in Runde 1 Kurita die Initiative, in Runde 2 dann die Söldner und dann wieder hin und her, oder vielleicht gewinnt Kurita mehrfach hintereinander. Das ist einfach ein Zufallsding und wichtig für den weiteren Verlauf der Runde, worauf wir jetzt gleich eingehen. Nach der Initiativephase kommt die Bewegungsphase. Die Bewegungsphase ist in einzelne Brackets unterteilt. Das bedeutet, wir starten immer erst mit Bracket 1, da bewegen sich alle Einheiten in diesem Bracket, erkläre ich gleich, dann Bracket 2, dann Bracket 3 und so weiter und so fort, bis sich alle Einheiten bewegt haben, die sich bewegen wollten. Und diese Brackets werden folgendermaßen ausgerechnet. Jede eurer Einheiten hat einen TMM-Wert. Das ist der Target Movement Modifier. Das bedeutet, das ist so der Wert, der berechnet wurde, wie schnell, agil und reaktionsfähig die Einheit einfach ist. Und ihr schaut einfach nur auf den ersten TMM-Wert, der unter dem ersten Bewegungswert steht, weil jede Einheit hat mehrere Bewegungswerte. Der erste Move-Wert ist immer die normale Grundbewegung, also das Gehen der Einheit. Der zweite Wert ist das Laufen der Einheit, das erkläre ich gleich noch. Und ein eventueller dritter Wert wäre dann zum Beispiel, wenn die Einheit noch Sprungdüsen hatte, das erklären wir auch gleich noch. Der erste Wert, der unter dem ersten Bewegungswert steht, also unter dem normalen Gehenwert, ist halt der Grund-TMM der Einheit. Bei einem Thug zum Beispiel wäre das 1. Das bedeutet, der Thug bewegt sich immer in Bewegungsbracket 1. Eine Einheit mit einem Grund-TMM von 2 würde sich halt in Bracket 2 bewegen, TMM 3 in Bracket 3 und so weiter und so fort. Und dann ist immer wichtig, welche Seite die Initiative gewonnen und welche Seite die Initiative verloren hat. Die Söldner haben die Initiative jetzt verloren. Das bedeutet, in jedem dieser Brackets, also zum Beispiel starten mit Bracket 1, müssen die Söldner zuerst all ihre Einheiten mit TMM 1 bewegen. Dann bewegt sich Kurita als Initiative Gewinner,
mit allen Einheiten, die TMM1 haben. Dann gehen wir in Bracket 2, da bewegen sich von den Söldnern alle Einheiten mit TMM2, dann alle vom Kuriter mit TMM2, in Bracket 3, dann wieder TMM3 der Söldner, TMM3 vom Kuriter und so weiter und so fort, bis sich alle Einheiten bewegt haben, die sich bewegen wollten. Es kann sein, das ist eine optionale Regel im Grundregelwerk von BattleTech Override, dass ihr mit variablen oder sich verändernden TMM-Werten spielt, zum Beispiel wenn die Einheit Schaden nimmt, wenn der Pilot Schaden nimmt oder wenn Hitzeeffekte eintreten, kann es halt sein, dass der Grund-TMM der Einheit sich verändert und dann verschiebt sich die Einheit auch innerhalb dieser Brackets. Es kann also zum Beispiel sein, dass der Thug, der einen TMM von 1 hat und der sich in Bracket 1 bewegen würde, vielleicht durch einen Hitzeeffekt langsamer wird und dadurch auf TMM 0 sinkt, dann würde der sich halt auch in Bracket 0 bewegen. Das ist auch das Niedrigste, wie eine Einheit sich aktivieren kann. Es gibt keine negativen Brackets, das heißt, alles, was irgendwie auf 0 reduziert wird, bewegt sich dann halt in diesem Bracket. Aber das bedeutet auch zum Beispiel, dass eine Einheit mit einem TMM von 3, die 2 TMM-Punkte verliert auf irgendeine Art und Weise, vielleicht durch Pilotenschaden oder durch Hitzeeffekte, die dann auch wirklich sich dann schon in TMM-Bracket 1 bewegen muss, weil sie einfach schon beeinträchtigt ist. Das ist einfach eine coole Sache und zeigt auch einfach relativ gut, wie Schadenseffekte Einheiten dann auch wirklich behindern im Schlachtverlauf. Kann man aber auch sein lassen, ist halt wie gesagt eine optionale Regel. Ich spiele immer damit, weil ich das ziemlich cool finde und es auch relativ einfach umzusetzen ist im Spiel. Hier wäre es jetzt aber so, dass da die Söldner gewonnen haben, verloren haben, würde sich halt von denen zuerst der Vindicator bewegen, denn der Vindicator hat ein TMM von 1. Der Vindicator hat jetzt mehrere Möglichkeiten. Der Vindicator hat eine normale Bewegung. Er kann sprinten oder er kann sogar springen, weil die Einheit hat Sprungdüsen. Das wurde alles halt in dem Datenbogen halt festgehalten. Und es läuft folgendermaßen: Wenn wir uns normal bewegen, ich muss einmal zu meinem Maßband gehen. Wir bewegen uns per Maßband und der Vindicator hat eine normale Bewegung von 4. Dann würden wir das Maßband einfach nur vorne an die Base anlegen und bewegen uns 4 Zoll in die Richtung, in die die Einheit sich bewegen soll. Wenn die Einheit dann noch zum Beispiel durch Geländetypen geht, wie Wald, das modifiziert dann noch die Bewegung, oder wenn man auf einen Berg drauf geht, zum Beispiel wenn diese Einheit hier vom Berg runter, also von unten auf den Berg raufgehen würde, würde das Bewegungspunkte kosten, können wir gleich noch drauf eingehen. Aber auf jeden Fall, die normale Grundbewegung ist halt beim Vindicator bis zu 4 Zoll, da können sich auch noch einfach nur 1 Zoll oder 2 Zoll oder 3 Zoll bewegen, aber bis zu 4 Zoll kann sich diese Einheit bewegen. Dann mache ich das folgendermaßen, um es einfacher darzustellen. Nach der Bewegung wird ein TMM-Würfel angelegt. Ich nehme dazu wirklich sehr, sehr, sehr winzige kleine W6-Würfel und der weiße Würfel, er sagt, dass die Einheit sich normal bewegt hat, also normal gegangen ist. Und die 1 auf dem Würfel, ich hoffe, man kann das auf der Kamera sehen, zeigt halt an, dass die Einheit einen TMM von 1 hat. Das ist später in der Schussphase wichtig und macht es einfacher, später in der Schussphase die Werte, auf die gewürfelt werden muss beim Angreifen, schnell zu berechnen. Dann ist der Vindicator auch schon durch, hat seine Bewegung beendet. Das heißt, der Würfel liegt daneben, alles gut, nichts weiter passiert. Das heißt, in Initiative Bracket 1 haben die Söldner keine weiteren Einheiten. Das heißt, es geht rüber zu Kurita. Und Kurita hat in Initiative Bracket 1 sowohl den Thug als auch den Cyclops. Die sind hier unten, das ist der Thug, das ist der Cyclops. Und die können sich jetzt in beliebiger Reihenfolge bewegen. Die Reihenfolge kann sich auch in jeder Runde und auch in jeder Phase ändern und kann dann wirklich immer wieder neu entschieden werden. Wir machen das jetzt folgendermaßen. Der Cyclops, der möchte sich einfach gar nicht bewegen, der möchte einfach stehen bleiben. Und wenn eine Einheit stehen bleibt, dann nehme ich immer einen schwarzen Würfel. Der schwarze Würfel sagt an, die Einheit ist stehen geblieben und ich, da wir keinen W6 mit einer 0 drauf haben, lege ich eine 6 darauf. Die 6 bedeutet, die Einheit ist stehen geblieben und sie bekommt dadurch keinen TMM, weil eine Einheit im BattleTech Override muss sich wenigstens 1 Zoll bewegen, um überhaupt ihren Grund-TMM zu bekommen. Der Cyclops ist stehen geblieben, das heißt, der eigentliche TMM des Cyclops, der 1 wäre, ist jetzt 0, das heißt, schwarzer Würfel 6. Gibt dem Cyclops aber noch Vorteile gleich in der Schussphase, gehen wir gleich noch drauf ein. Dadurch ist der Cyclops jetzt durch, ist der Thug dran. Der Thug hat eine Bewegung von 4 Zoll oder er könnte auch 6 Zoll sprinten. Das wollen wir einfach mal machen, um das einmal zu zeigen. Auch wenn es vielleicht nicht die taktisch beste Lösung ist, seht mir das nach. 6 Zoll sprinten bedeutet, die Einheit kann sich schneller bewegen, kann dann aber nicht mehr schießen. Das heißt, der Thug rennt jetzt einfach 6 Zoll nach vorne,
auf die Söldner zu. Und wenn er sich schnell bewegt hat, das heißt, wenn er gesprintet ist, dann nimmt man nicht den Wert, der unter dem normalen Gehen steht, sondern man nimmt den Wert, der unter dem Sprinten steht. Und das ist TMM2. Das heißt, obwohl der Thug eine Grund-TMM von 1 hat, durch das Sprinten bekommt er einen Bonus, hat jetzt einen TMM von 2, ist also in der Schussphase schwerer zu treffen. Der gelbe Würfel zeigt an, diese Einheit ist gesprintet, diese Einheit kann nicht mehr schießen in dieser Runde in der Schussphase. Das heißt, das ist immer eine Abwägung, will ich mich schnell bewegen oder will ich vielleicht noch schießen? Muss man dann überlegen. Das heißt, wir haben jetzt schon drei verschiedene Bewegungsarten gesehen. Die normale Bewegung, wo der normale Grund-TMM angelegt wird, das Stehen bleiben, wo dann der schwarze Würfel angelegt wird, das Sprinten, wo dann der gelbe Würfel angelegt wird. Dadurch sind wir mit Bracket 1 durch, wir gehen also in Bracket 2, da müssen die Söldner wieder anfangen, weil die Söldner haben ja die Initiative verloren. Und da haben wir dann den Cataphract und den Griffin. Wo steht der Griffin? Hier steht der Griffin. Der Cataphract hat eine Grundbewegung von 5 und einen TMM von 2. Das heißt, der Cataphract geht dann jetzt einfach mal seine 5 Zoll und legt sich einen weißen Würfel mit einer 2 an, weil sein Grund-TMM ist 2. Danach kommt der Griffin. Der Griffin hat eine Grundbewegung von 5 oder einen Sprinten von 8 oder er kann bis zu 5 Zoll springen. Das Springen werden wir gleich bei einer anderen Einheit zeigen. Das heißt, der Griffin wird sich auch ganz normal bewegen. Der bewegt sich 5 Zoll und hier unten rum und legt dann auch wieder einen Würfel an, einen weißen Würfel, weil er normal gegangen ist, mit einer 2, weil er einen Grund-TMM von 2 hat, der noch nicht beeinträchtigt wurde. Bracket 2 für die Söldner ist durch. Bracket 2 für Kurita gibt es nicht, weil Kurita hat in diesem Fall keine Einheiten mit TMM 2. Das heißt, wir springen in Bracket 3. Da fangen die Söldner wieder an. Und zwar mit dem Wraith. Der Wraith ist eine sehr, sehr bewegliche Einheit. Und da kann ich euch dann auch mal das Springen zeigen. Und zwar hat der Wraith nämlich als dritten Bewegungswert ein J hinter seiner Bewegung. Das heißt Jump. Das heißt, er kann sich bis zu 7 Zoll springend fortbewegen. Das machen wir jetzt auch einfach mal. Ich schaue mal, dass ich hier den Wraith ein bisschen springen lasse. Der springt einfach mal von diesem Hügel auf dieses Haus drauf. Und jetzt kommt schon eine kleine Besonderheit, weil wir haben ja schon gehört, wenn man sprintet, kann man nicht mehr schießen. Wenn man springt, kann man noch schießen. Aber das Erste, was passiert, wir legen einen roten Würfel an, weil der rote Würfel sagt, diese Einheit ist gesprungen, diese Runde. Und da hat dieser Wraith, dadurch, dass er einen Bonus noch bekommt, weil er gesprungen ist, einen TMM von 4 und Springen baut Hitze auf. Ich lege einen roten Hitzewürfel hier hin. Ihr könntet die Hitze auch hier auf der Hitzetabelle anmarkieren. Ich mache das aber immer ganz gerne direkt im Spiel. Legt dann einfach einen roten Hitzewürfel hin, um zu zeigen, diese Einheit hat Hitze aufgebaut durchs Springen, hat einen verbesserten TMM durchs Springen und ist halt gesprungen, das sagt der rote Würfel. Das heißt, wir haben jetzt das normale Gehen gesehen, wir haben das Sprinten gesehen, die Einheit ist stehen geblieben, der Cyclops, und der Wraith ist gesprungen. Was das alles gleich in der Schussphase noch für Auswirkungen hat, sehen wir gleich. Das heißt aber, die Söldner sind jetzt hier auch durch. Wir gehen also rüber zum Haus Kurita. Da haben wir noch einmal den Grand Dragon, der hier steht, und einmal die Spider, die hier steht. Und die Spider ist ein sehr, sehr beweglicher Mech, hat eine Bewegung von 12, wird einfach mal gnadenlos hinter den Vindicator der Söldner sprinten und bekommt dann einen Modifikator von 4, kann aber auch nicht mehr schießen, weil ist gesprintet. Und der Grand Dragon ist auch eine sehr schnelle Einheit, bewegt sich 8 Zoll im normalen Bewegen. Das machen wir jetzt auch einfach mal. Na, so weit braucht er gar nicht gehen. Er geht vielleicht mal die Hälfte davon und legt sich dann einen TMM von 3 an diese Einheit an. Dadurch wird halt gezeigt, diese Einheit ist gegangen, hat einen TMM von 3. Das ist schon ziemlich gut für einen schweren Mech. Damit sind wir durch mit der Bewegung. Die Einheiten haben sich bewegt, sind gesprintet, sind gesprungen. Was es halt noch gibt, sind Geländeeffekte. Wenn man zum Beispiel auf Häuser draufsteigen will, jedes Stockwerk ist minus 1 auf die Bewegungszoll der Einheit. Oder zum Beispiel bei diesen Hügeln. Deswegen habe ich die auch so schön auf verschiedene Höhen gebaut. Wenn eine Einheit ein Stockwerk Hügel hochgehen will, kostet das 1 Zoll. Ein doppeltes Stockwerk würde halt 2 Zoll kosten. Das ist relativ simpel. Durch Wald bewegen kostet extra Bewegungspunkte und so weiter. Wenn man zum Beispiel ein Fahrzeug ist, das eine bestimmte Antriebsart hat, ist man auf Straßen schneller. All solche Sachen werden im Grundregelwerk bearbeitet und auch besprochen. Grundsätzlich ist es ja dabei einfach erstmal so, die Einheiten haben sich bewegt, die Bewegungsphase ist durch, das heißt, wir gehen jetzt in die Schussphase über.
Nach der Bewegungsphase befinden wir uns jetzt in der Schussphase und in der Schussphase machen wir genauso weiter und zwar mit dem altbekannten Bracket-System, das heißt Brackets 1 bis 3 in diesem Fall. Und da die Söldner ja in der Initiativephase die Initiative verloren haben, müssen sie wieder in den einzelnen Brackets starten. Und in Bracket 1 wäre das auf Söldnerseite der Vindicator, weil er halt TMM 1 hat. Und der Vindicator hat verschiedene Waffen zur Auswahl, unter anderem die ER-PPK, ein Medium-Puls-Laser und eine LRM-5. Das sind einfach die Waffen, die dieser Variante des Vindicators zur Verfügung stellen. Und der Vindicator muss sich jetzt entscheiden, worauf er schießen möchte. Das ist immer eine erste wichtige Entscheidung. Was ist die Zielauswahl der jeweiligen Einheit? Ein Mech kann immer auf ein Ziel schießen, plus auf ein weiteres Ziel, das dann aber schwieriger zu treffen ist. Aber die ganze Auswahl, welche Waffen auf welches Ziel abgefeuert werden, muss getroffen werden, bevor Würfelwürfe zum Treffen überhaupt erst erfolgen. Das heißt, ihr müsst sagen, okay, ich schieße mit diesen und jenen Waffen auf dieses Ziel, baue die Hitze dafür auf, zeige ich euch gleich, und dann wird erst gewürfelt. Ihr könnt nicht eine einzelne Waffe schießen, dann überlegen, oh, vielleicht schieße ich noch mit der nächsten Waffe und dann vielleicht schieße ich noch mit der nächsten Waffe. Ihr müsst vor dem Würfeln entscheiden, mit wie vielen Waffen schießt ihr auf welches Ziel, baut dann auch immer die Hitze auf. Das bedeutet, wenn ihr vielleicht mit der ersten Waffe von einer ganzen Gruppe, auf die ihr schießt, mit den ihr auf ein Ziel schießt, schon das Ziel zerstört, schießt ihr mit den anderen Waffen trotzdem noch und baut trotzdem noch die Hitze auf. Das ist wichtig, einfach für die Balance des Spiels. Der Vindicator hat jetzt verschiedene Werte, die die einzelnen Waffen anliegen haben. Zum Beispiel die RPPK hat einen Schaden von 4, eine Hitze von 3, ist am rechten Arm montiert, das ist die Location, und hat dann verschiedene Reichweitenbänder, wo diese Waffe effektiv ist. Das ist wichtig, weil verschiedene Waffen sind auf verschiedene Reichweiten effektiv. Und die Reichweiten seht ihr auf dem nützlichen Helpsheet von Death from Above Wargaming, das man hoffentlich im Video erkennen kann. Hier oben sind die ganzen einzelnen Reichweitenbänder aufgeschrieben. Unter anderem ist das halt das Point, die Point Blank Range, die geht auf 1 Zoll, dann Short auf 3, Medium bis zu 12, Long auf bis zu 21 und Extreme ist auf bis zu 30. Und das ist halt wichtig, weil manche Waffen vielleicht gar nicht auf bestimmte Reichweiten funktionieren. Vielleicht kommt eine ganz normale PPK der inneren Sphäre gar nicht auf extreme Reichweite raus. Das steht dann jeweils auf dem Datenbogen des Mechs verzeichnet. Da ist dann ein Strich in der Reichweite und dann wisst ihr halt, okay, diese Waffe kann bis dahin gar nicht schießen. Alle anderen Werte, die gezeigt sind, sind Modifikatoren für den Trefferwurf. Das heißt, die ER-PPK hat auf Point Blank, auf Short und auf Medium plus 0, das heißt, da modifiziert sie den Trefferwurf nicht, auf Long plus 2 Erschwernis und auf Extrem plus 4 Erschwernis. Das heißt, umso weiter die Waffe rausschießt, umso schwieriger wird es damit, ein Ziel zu treffen. Und der Schuss funktioniert folgendermaßen. Erstmal, wie gesagt, wir entscheiden uns, womit schießen wir überhaupt. Der Vindicator sagt sich jetzt, okay, also um das nochmal ganz kurz zu sagen, ich werde jetzt nicht mit allen Einheiten auf alle Einheiten schießen. Das würde einfach den Rahmen des Videos sprengen. Wir werden ein paar Angriffe machen und dann auch so ein bisschen darüber reden, was dann passiert. Ich werde aber nicht mit jeder Einheit jeden Schuss komplett durchexerzieren, weil es einfach zu viel werden würde. Ich denke, wenn ihr die Grundregeln versteht und die ihr auf eure eigenen Spiele anwenden könnt, dann macht das schon am meisten Sinn, bevor ich jetzt hier einfach mal so ein halbes Spiel für euch durchspiele. Also wie gesagt, der Vindicator sagt jetzt einfach mal, okay, er möchte auf den Dragon schießen. Der Dragon ist auf Reichweite 5 Zoll. Wichtig, bei Battletech Override könnt ihr immer jederzeit alle Reichweiten messen. Das ist gar kein Problem. Die Mechs haben ja auch Sensoren und so weiter und so fort. Reichweite messen, kein Ding. Ihr müsst niemals schätzen in dem Spiel. Reichweite 5 liegt an zum Dragon. Und Reichweite 5 ist Medium, weil es ist über den 3 Zoll von Short. Es ist unter den 12 Zoll von Medium. Das bedeutet, das ist ein Schuss auf mittlere Reichweite. Dann schauen wir jetzt einfach mal, womit wir schießen könnten. Die PPK hat einen Modifikator von plus 0 mit der PPK, plus 2 mit dem Medium-Puls-Laser und plus 0 mit den Raketen. Wir schießen jetzt einfach erstmal mit allen drei Waffen und schauen einfach mal die Hitze. Hitze 3, Hitze 1, Hitze 0. Das heißt, wir bauen insgesamt 4 Hitze auf, die ihr entweder hier auf dem Datenbogen anstreichen könnt oder wie ich das immer ganz gerne mache, ich lege 4 Hitzewürfel neben dem Mech, damit ich einfach auf dem Spielfeld direkt sehe, okay, dieser Mech hat jetzt 4 Hitze aufgebaut. Schießt jetzt mit allen diesen drei Waffen auf den Dragon. Wie funktioniert das? Ihr habt einen Gunnery-Wert bei eurem Piloten, der ist hier 2. Das ist der Grundwert, auf den ihr würfelt. Damit wird modifiziert das Reichweitenband eurer Waffe. Zum Beispiel die PPK hat plus 0 auf Medium. Das heißt, 2 plus 0 ist schon mal 2. Dann schaut ihr, welcher TMM liegt an bei eurem Ziel. Das ist eine 3, das heißt, eure 2 wird mit einer 3 modifiziert, dann seid ihr schon bei einer 5. Und dann wird noch geguckt,
Ist vielleicht noch eventuell Deckung? Ist die Einheit hinter Deckung oder ähnliches? Dann wird der Würfelwurf vielleicht noch ein bisschen modifiziert. Steht alles auf diesem Hilfsbogen drauf, wo dann wirklich genau beschrieben ist, wo irgendwelche Modifikatoren beim Schießen auftreffen. Ups, und hier fällt alles um. Damit ihr diesen Würfelwurf noch modifizieren könnt. Dieser Würfelwurf ist aber zu Ende modifiziert. 2 vom Gunnery Score des Piloten plus 3 vom Dragon. Reichweitenmodifikator gibt es nicht. Das heißt, der Würfelwurf für die ER-PPK auf den Dragon vom Vindicator ist eine 5. Dann nehme ich einfach meine 2W6 und würfle die. Würfel der gleichen 12. Es wird addiert. Das heißt, 12 ist mehr als 5. Das heißt, wir treffen. Ich würfle die ganzen Waffen jetzt einfach einmal schnell durch. Der Medium Pulse Laser hat einen Modifikator auf mittlere Reichweite von plus 2. Das heißt, da ist die 5, die wir eben gerade ausgerechnet haben, nochmal mit um 2 modifiziert. Das heißt, auf eine 7. Das ist eine 4. Das heißt, wir treffen nicht, weil wir müssen wenigstens 7 oder mehr würfeln, damit die Waffe trifft. Das heißt, der Medium Pulse Laser geht daneben. Und die Rakete hat auf mittlere Reichweite einen Modifikator von plus 0. Das bedeutet, da würfeln wir wieder auf 5 und treffen mit einer 7. Das heißt, die PPK und die Rakete trifft. Machen wir erst die PPK, das ist das einfachste von beidem. Da schauen wir uns noch einmal an den Schadenswert. Der Schadenswert der PPK ist 4. Das heißt, 4 Schaden kommen beim Ziel an und das Ziel ist der Grand Dragon. Jetzt haben wir hier diese wunderbaren Locations, auf denen der Schaden jetzt halt reinkommt. Das heißt, wir haben 4 Schaden, die jetzt reinkommen und würfeln wieder mit 2W6. Würfeln eine 8. Und schauen dann auf diesen Bogen, wo die 8 steht. Und die 8 steht beim Torso. Das bedeutet, wir machen jetzt 4 Schaden auf Location 8. Und haben jetzt hier diese Rüstungsbubbles und streichen 4 Schaden auf der Panzerung weg. Schaden wird immer erst auf der äußeren Panzerung, das sind die äußeren Punkte, abgestrichen. Und erst wenn die äußere Panzerung weggestrichen wurde, dann geht der Schaden auf die interne Panzerung. Was da passiert, erkläre ich euch gleich. Aber das waren die ersten 4 Punkte Schaden, die jetzt reingekommen sind beim Grand Dragon vom Vindicator. Und um einfach mal anzuzeigen, wie viel Schaden angekommen ist, lege ich mir immer schön einen W20 daneben. Das könnt ihr auch wieder ganz anders handhaben. Ich mache das einfach so. Und merke mir jetzt hier, dass hier 4 Schaden angekommen sind, weil eine Einheit muss einen Pilotentest würfeln am Ende der Runde für 7 Schaden, die reingekommen sind, oder ein mehrfaches von 7. Dann wird es immer schwieriger. Das heißt, umso mehr Schaden eine Einheit nimmt, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie am Ende der Schussphase umfällt, weil einfach zu viel Schaden die Einheit aus der Balance gebracht hat. Können wir auch gleich noch drauf eingehen. Das war erstmal die PPK. Jetzt kommt noch die LRM-5. Die LRM-5 ist eine Besonderheit, weil sie eine Raketenwaffe ist. Sie hat einen Grundwert von 1. Ups, ich habe die falsche Einheit. Das ist der Grand Dragon. Sie hat einen Grundwert von 1 und einen M1. M1 sind Missile Dice und Missile Dice machen immer 1 bis 3 Schaden bis zu einem Maximalwert, das erkläre ich gleich. Wir würfeln einfach erstmal 1W6, weil für jeden M-Würfel würfeln wir 1W6. Und jede 1 bis 3 macht 1 bis 3 Schaden, jede 4 bis 6 macht keinen Schaden. Wir schauen, wir haben einen Wert von 1. Plus die 2, die wir jetzt gewürfelt haben, das wären 3. Der Maximalschaden in Klammern bei der Rakete ist aber 2. Das heißt, wir müssen den Missile-Würfel nochmal um 1 reduzieren. Klingt komplizierter, als es ist. Wenn man das ein paar Mal gemacht hat, ist es sehr simpel. Das heißt, wir haben einen Grundschaden von 1 plus den Raketenwürfel von 1. Das heißt, wir haben 2 einzelne Schadensgruppen, die jeweils einen Schaden machen. Diese einzelnen Schadensgruppen werden jetzt auch beim Ziel eintreffen, das heißt, wir haben den ersten Schadenspunkt von 1, der trifft die Location Nummer 3. Die Location Nummer 3 ist der rechte Arm, das heißt, hier wird ein Schaden eingeteilt und dann ist der erste Würfel weg. Die zweiten 1 Schadenspunkte gehen beide 6 rein und das ist wieder der Torso. Das ist das. Um euch das noch einmal so ein bisschen näher zu bringen, kann ich einmal vom Thug eine Sache zeigen. Der Thug hat 2 Kurzstreckenraketen 6 kombiniert in einem TIC, in einer Waffengruppe. Das bedeutet, es sind 2 6er Kurzstreckenraketenlafetten, die zusammen feuern auf ein Ziel. Das wurde im Editor so gebaut, damit die Waffen halt wirklich zusammen auf ein Ziel schießen. Und hier sehen wir jetzt halt einfach den Wert 2 Grundschaden plus M4. M4 würde bedeuten, dass ich 4 Würfel nehme und 4 Raketenwürfel. Und alle Werte von 1 bis 3 bleiben liegen. Alles über, alles mit 4, 5, 6 kommt schon mal raus. Die sind einfach verschossen. Jetzt haben wir einen
Grundwert von 2, den lege ich einfach mal dazu. Und dann noch eine 3, eine 2 und eine 3. Wir haben aber einen Maximalwert von 8. 2 plus 3 sind 5, plus 2 sind 7, 10. Das ist zu viel. Das heißt, wir müssen den einen der höchsten Würfel so weit runter reduzieren, bis wir auf diesen Maximalschaden von 8 kommen. Das heißt, wir würden diesen Würfel runterdrehen auf die 1, 2, 5, 7, 8. Das heißt, wir haben jetzt den Raketenschaden von diesen zwei SRMs, die das Ziel getroffen haben, gewürfelt und auf den Maximalschaden reduziert. Und jetzt würden beim Ziel ankommen eine Zweiergruppe, eine Dreiergruppe, eine Zweiergruppe und eine Einsergruppe. Das heißt, eine Menge Schaden, der reinkommt auf verschiedene Trefferzonen, was einfach diesen verteilten Schaden von Raketen in dem System symbolisiert und auch regeltechnisch umsetzt. Wenn man das ein paar Mal gemacht hat, geht das wirklich sehr, sehr simpel von der Hand und auch um einiges schneller als zum Beispiel bei Classic, wo man für so eine Doppelraketen-Lafette sehr, sehr viele Würfelwürfe machen muss von dem ganzen Schaden, der halt eingeht beim Ziel. Das noch einmal ganz kurz zu den M-Würfeln. So, das heißt, wir haben auf jeden Fall den Schuss vom Vindicator auf den Grand Dragon jetzt durch. Also alle Schüsse, zwei haben getroffen, der mittlere Pulslaser ging daneben. Schaden wurde aufgebaut, Schaden beim Dragon wurde eingetragen und auch der Schaden, der eingegangen ist, wurde verzeichnet. Nicht ganz, weil wir haben ja noch zwei Raketenschäden dazu gekriegt. Das heißt, der Grand Dragon dreht sich jetzt hier auf die 6. Hat insgesamt 6 Schaden genommen in dieser Schussphase. Damit ist dann das Bracket 1 der Söldner durch. Es gibt keine weiteren Themen, einmal 1 Einheiten in der Schussphase für die Söldner. Wir gehen also rüber zum Thug und zum Cyclops. Der Thug ist gesprintet, hat einen gelben Würfel anliegen, kann diese Runde nicht schießen. Der Cyclops ist aber stehen geblieben. Und der Cyclops möchte jetzt nämlich auch feuern und dadurch, dass er stehen geblieben ist, hat er einen Bonus auf seinen Trefferwurf von 1. Hat halt auch kein TMM dafür bekommen, hat einen Gunnery-Wert von 3 und der sinkt halt auf 2, dadurch, dass die Einheit stehen geblieben ist und möchte feuern mit seiner Gauss-Rifle. Die macht 5 Schaden, 0 Hitze, ist am Torso montiert und hat halt auf die verschiedenen Reichweitenbänder verschiedene Werte und er möchte schießen auf den Vindicator. Die Reichweite ist 12, das heißt, sie sind bei Medium. Und auf mittlere Reichweite hat die Gauss Rifle einen Modifikator von plus 0. Das bedeutet, wir haben einen 3 Gunnery Wert, der durch das Stehengebliebene vom Cyclops auf 2 reduziert wird. Also wir haben einen Gunnery Wert von 2 für diese Runde, der modifiziert wird mit dem 1 TMM von dem Vindicator. Das heißt, der Cyclops würfelt mit seiner Gauss Rifle auf eine 3 auf dem Vindicator. Hätte noch mehr andere Waffen, die brauchen wir jetzt nicht würfeln. Ich will euch einfach nur noch mal zeigen, was passiert, wenn man da stehen geblieben ist. Er ist stehen geblieben, er trifft auf 3. Er würfelt eine 7, das heißt, die Gauss Rifle trifft den Vindicator. Deckung lag übrigens auch nicht an, den Rauch hier nehme ich immer nur so zur Verschönerung des Spielfelds. Er hat keine regeltechnische Bewandtnis. Könntet ihr natürlich anders handhaben, könntet sagen, jeder Schuss, der durch Rauch geht, ist halt um 1 erschwert. Aber sogar mit einer Erschwernis von 1 wäre das trotzdem noch ein Treffer gewesen, weil der Cyclops trifft den Vindicator ja bei einer 3 plus und bei einer 7 ist das kein Problem. Die Gauss Rifle macht 5 Schaden und der Vindicator hat diverse Trefferzonen, genau wie alle anderen Mechs. Die sind auch überall gleich bei den Mech-Einheiten. Der Cyclops-Spieler würfelt eine 6 und die 5 Schaden der Gauss Rifle gehen direkt auf den Torso. Wir sagen jetzt mal, dass der Vindicator vielleicht schon ein bisschen Schaden gehabt hätte durch den Kampfverlauf und würde jetzt Schaden nehmen. 2 Schadenspunkte gehen auf die äußere Panzerung, 3 Schadenspunkte gehen auf die Struktur. Wenn ein Mech Strukturschaden bekommt, das heißt immer Schaden innerhalb von diesen eingekreisten Bereichen, dann muss der Spieler, der den Schaden verursacht, 2W6 würfeln, um den kritischen Treffer, der dadurch erzeugt wird, zu bestätigen. 2W6. Eine 8 plus würde den kritischen Treffer bestätigen, das ist jetzt eine 5. Wir schummeln jetzt einfach mal und haben gesagt, dass der Cyclops, der dem Vindicator einen kritischen Treffer beigefügt hat, hat eine 8 plus geschafft, hat eine 10 gewürfelt. Das heißt, es kommt ein kritischer Treffer. Wir schauen wieder auf unser Helpsheet und schauen, wo der Mech getroffen wurde. Der kritische Treffer wurde zugefügt im Torso. Das heißt, wir schauen bei den kritischen Treffer, bei den Tabellen, beim Torso und da wird 1W6 gewürfelt. Das heißt, der Cyclops-Spieler würfelt 1W6, würfelt eine 1 und eine 1 bedeutet, es gibt eine Ammo-Explosion. Das heißt, die
eventuell im Torso des Vindicators gelagerte Munition wird in Brand gesetzt, explodiert und wir schauen jetzt einfach mal beim Vindicator. Der hat Ammo für die LRM im T, also im Torso, das heißt, hier ist Panzerung, hat aber Case, das heißt, hier Case bedeutet, dass die Munition ein bisschen geschützt ist. Das bedeutet, so viel Schaden wird gar nicht zugefügt, aber es gibt eine Munitionsexplosion und so tief will ich jetzt auch gar nicht weiter reingehen in diese Munitionsexplosionssache. Ich wollte euch eigentlich nur zeigen, was halt passiert, wenn ein kritischer Treffer ausgelöst wird und wie es überhaupt ausgelöst wird. Das habt ihr jetzt gesehen, also jeder Schadenspunkt, der in die Struktur geht, da macht man halt einen Würfelwurf und bei 8+ wird der kritische Treffer bestätigt, dann wird auf der Tabelle gewürfelt und dann passiert halt irgendwas, Waffen gehen kaputt, Munition kann gesprengt werden und so weiter und so fort. Hier wäre es jetzt halt passiert, aber so tief wollte ich eigentlich gar nicht rein, aber ihr habt es zumindest gesehen, es gibt kritische Treffer und so sehen sie aus und so passieren sie und ja, dem Vindicator geht es auch nicht mehr ganz so gut. Dann gehen wir einfach die ganze Reihenfolge weiter durch. Es gibt dann halt den Cataphract und Griffin in der auf der Söldnerseite wieder, die dann schießen könnten. Dann wären halt auf der Söldnerseite in Bracket 3 wäre der Wraith dran. Dann der Grand Dragon und die Spider. Die Spider könnte ja nicht schießen. Der Grand Dragon könnte sich wahrscheinlich für den Schaden revanchieren, die der Vindicator ihm zugefügt hätte. Wichtig, wie bei jedem Battletech-System, Schaden, der in der Schussphase passiert, ist immer erst am Ende der Phase aktiv. Das heißt, wenn euch eine Einheit zerstört wird, während der aktiven laufenden Schussphase, ist die immer noch aktiv bis zum Ende der Schussphase. Das heißt, sogar wenn dieser Vindicator jetzt schon bevor er aktiviert worden wäre, explodiert wäre, hätte er noch handeln können. Die Einheiten werden erst am Ende der Schussphase als zerstört markiert und erst in der Endphase abgeräumt. Das ist wichtig, das heißt, ihr könnt niemals Einheiten verlieren, mit denen ihr noch gerne was machen würdet. Die haben immer noch einen letzten Zug, bevor sie dann wirklich zerstört sind. Also sogar wenn jetzt Arme abgesprengt worden wären, bevor eine Einheit sich aktiviert und da vielleicht wichtige Waffen dran montiert sind, dann wäre der Arm nicht abgesprengt bis zum Ende der Schussphase. Erst dann tritt Schaden wirklich ein. Genauso wie die Munitionsexplosion vom Vindicator. Die wäre halt erst am Ende der Schussphase aktiv geworden. Sie wäre aber schon passiert auf jeden Fall. So, am Ende der Schussphase schauen wir dann immer noch, welche Einheit hat halt vielleicht besonders viel Schaden genommen? Wir sagen jetzt einfach mal, dass der Grand Dragon insgesamt 9 Punkte Schaden genommen hat. Und jede Einheit, die 7 oder ein Vielfaches von 7 Schaden genommen hat, muss einen Pilotentest würfeln, ob die Einheit am Ende der Schussphase, wenn alle anderen Effekte durchgeführt wurden, ob die Einheit dann zu Boden stürzt. Da schauen wir dann folgendermaßen auf die Einheit, auf den Einheitenbogen. Und schauen uns den Pilotenwert an. Der Pilotenwert der Einheit hier ist 5. Und jede 7 Schaden oder ein Vielfaches von 7, die die Einheit genommen hat während der laufenden Runde, modifiziert diesen Wert um 1. Das heißt, da die Einheit 9 Schaden genommen hat, das heißt, es ist einmal ein Vielfaches von 7, wird der Pilotenwert von 5 plus 1 modifiziert. Das heißt, wir müssen einen Pilotenwert von 6 erreichen oder überwürfeln, damit die Einheit nicht stürzt. Wir würfeln also. Und würfeln jetzt hier eine 9. Eine 9 würde bedeuten, wir sind besser, gleich oder besser als 6. Das heißt, die Einheit würde nicht stürzen. Da wir aber mal wieder schummeln, würfeln wir einfach mal eine 4. Und das heißt, der Dragon hat jetzt seinen Pilotenwurf nicht geschafft. Das heißt, der Dragon stürzt. Das heißt, die Einheit wird auf den Boden gelegt und nimmt jetzt Schaden. Jetzt darf der Spieler des Dragons einmal schauen, wie viel Punch-Schaden diese Einheit macht. Das wäre hier 2. Und darf seinem Dragon selbst 2 Schaden zufügen. Das wäre jetzt auf Location 3. Das heißt, wir würden jetzt 2 Schaden am rechten Arm nehmen. Das ist der Schaden, den der Dragon beim Sturz genommen hat. Stürzende Einheiten machen sich halt selbst immer ihren Punch-Schaden. Und dann muss man noch einmal denselben Pilotentest würfeln, den man gerade versaut hat, weil es ist immer noch die Möglichkeit gegeben, dass der Pilot Schaden nimmt. Der Pilot nimmt Schaden, jetzt würde er keinen Schaden nehmen, weil der Pilotentest von 6 bestanden wurde. Wenn wir den Test aber wieder nicht schaffen würden, dann würde der Pilot einen Punkt Schaden auf dem Konditionsmonitor hier unten nehmen. Das heißt, wir streichen hier einmal den ersten Punkt Schaden an. Das bedeutet, dass für jeden Pilotenschaden, der hier unten einmal eingetragen wurde, wird jeder Wurf dieser Einheit um 1 erschwert. Das heißt, wenn ich einen Gunnery von 3 habe, hat diese Einheit jetzt einen Gunnery von 4. Wenn ich 2 Schadenspunkte hätte, wäre das schon ein Gunnery von 5. Genauso alle Pilotentests werden um 1 erschwert. Alles, was diese Einheit macht, egal welcher Wurf, wird um 1 erschwert, da der Pilot jetzt beschädigt ist. Zusätzlich muss jeder Pilot, der in der laufenden Runde
Schaden genommen hat, schauen, ob er bei Bewusstsein bleibt. Das ist dieser Wert, der hier unter der Einheit steht. Das wäre jetzt bei diesem Schadenswert eine 3+. Und in der Endphase, wo wir gleich hinkommen, muss dann gewürfelt werden, ob der Pilot bei Bewusstsein bleibt oder durch den Schaden, den er erlitten hat, bewusstlos wird. Kommen wir gleich zu. So. Das ist erstmal das, was grundsätzlich in der Schussphase passiert. Wir gehen die einzelnen Brackets durch, die Einheiten schauen, auf welche Ziele sie schießen möchten. Dabei bauen die Einheiten halt Wärme auf, das ist sehr wichtig. Dann wird geschaut, wie sind die jeweiligen Werte, das heißt, der Gunnery-Wert der schießenden Einheit mit dem, wird addiert mit der TMM der beschossenen Einheit und eventuelle Deckungseffekte und ähnliches werden noch mit dazu addiert, genauso wie wenn der Pilot Schaden genommen hat und ähnliches und Reichweiten. Bracket-Effekte der Waffen, das heißt, manche Waffen schießen besser auf bestimmte Reichweiten oder schlechter. Und das ist dann halt immer der Wert, auf den jeweils gewürfelt wird. Dann kommt der Schaden an bei der Einheit, wird erst von der Panzerung abgezogen, dann wird eventueller Schaden auch auf die Struktur eingetragen und wenn Schaden auf die Struktur geht, wird geschaut, ob ein kritischer Treffer eintritt. Immer im Grunde dasselbe System und immer noch markieren, wie viel Schaden bei der Einheit angekommen ist, denn jede 7 oder ein Mehrfaches von 7 ist halt wirklich eine Erschwernis. Ob die Einheit stürzt. Wenn die Einheit jetzt zum Beispiel 14 Schaden genommen hätte, dann hätte der Pilotentest mit 2 modifiziert, wäre der Test um 2 modifiziert worden, weil 14 ist halt 2 mal 7. Ganz einfach. Super simpel. Auf jeden Fall am Ende der Schussphase wird dann eigentlich alles abgeräumt, was irgendwie nicht mehr notwendig ist. Das heißt, diese ganzen roten Würfel räume ich ab, weil Einheiten haben jetzt schon gewürfelt, ob sie Schaden genommen haben. Dann nehme ich diese ganzen TMM-Würfel weg. Weil jetzt ist nicht mehr wichtig, wie schnell sich Einheiten bewegt haben. In der nächsten Runde können sich Einheiten wieder ganz anders bewegen und wieder neu entscheiden, wie sie sich bewegen wollen. Was nochmal wichtig wäre, vielleicht im Endeffekt hier, wir hatten ja hier den Race, der gesprungen war. Der hätte erstmal sowieso einen erhöhten TMM gehabt von 4, wenn er beschossen worden wäre. Das heißt, ein Angreifer hätte immer 4 TMM auf die Schwierigkeit des Trefferwurfs addieren müssen. Aber der Race, wenn er geschossen hätte, hätte auch plus 2 auf seine Trefferwürfe modifizieren müssen, weil durch das Springen, das steht dann wieder hier auf diesem Hilfsbogen, wird es auch für den Angreifer schwieriger, Gegner zu treffen. Allerdings ist man durch das Springen sehr beweglich, weil man halt Hindernisse überspringen kann. Und auch nach dieser weiteren Bewegung, als normalerweise sich die Einheit wahrscheinlich zu Fuß bewegt, man trotzdem noch schießen kann, was im Gegensatz zum Sprinten ist, wo sich Einheiten dann halt nur schneller bewegen, aber nicht mehr schießen können. So, wenn dann die Schussphase durch ist, wie gesagt, werden dann die ganzen Schadenseffekte durchgeführt. Das heißt, Arme fliegen ab, TICs werden zerstört, Einheiten schauen, ob sie halt zu Boden stürzen und der Pilot vielleicht eventuell auch noch Schaden nimmt dabei. Dann wird erstmal alles ein bisschen abgeräumt, weil dann gehen wir über in die Hitzephase. In der Hitzephase schauen wir, wie viel Hitze die jeweiligen Einheiten aufgebaut haben und wie viel Wärmetauscher sie haben, um diese Hitze wieder abzuführen. Der Vindicator hier zum Beispiel hat einen Sinkwert von 6, das heißt, er hat 6 Wärmetauscher. Der Vindicator hat 4 Hitze aufgebaut, das heißt, 6 Wärmetauscher bauen problemlos 4 Hitze ab. Diese Einheit ist also am Ende der Hitzephase absolut kühl und hat keine negativen Modifikatoren auf ihre Performance in der nächsten Runde. Wir könnten jetzt aber zum Beispiel sagen, dass der Thug hat ein bisschen viel. Wir sagen einfach mal, der Vindicator hätte jetzt auf irgendeinem Grund 6, 7 Hitze aufgebaut. Vielleicht durch irgendwelche Feindeinwirkungen, durch Flammenwerfer und ähnliches, hätten wir jetzt 7 Hitzepunkte auf diesem Thug. Und der Thug hat aber nur eine Wärmetauscher, ach, der Vindicator hat nur eine Wärmetauscher-Effektivität von 6. Das heißt, wir nehmen 2, 4, 6 Wärme-Cubes weg. Da bleibt einer über. Dann schauen wir hier unten auf den Effekten. Bei einem restlichen Cube, bei einer Resthitze, bekommt die Einheit minus 2 Ground Move und minus 1 TMM. Das bedeutet, in der nächsten Runde, während diese Hitze noch anliegt, weil diese Hitze verschwindet jetzt nicht, die muss von Wärmetauschern abgeführt werden, hat diese Einheit minus 2 auf ihre Grundbewegung. Das heißt, die Bewegung von 4 ist es eine Bewegung von 2. Sprungbewegung wird dadurch übrigens nicht modifiziert. Und der TMM geht um 1 runter. Das heißt, die Einheit, die normalerweise einen TMM von 1 hat, hat in der nächsten Runde einen TMM von 0. Sogar wenn sie sich normal bewegt und normalerweise einen TMM von 1 aufbauen würde, durch diese Modifikation, durch die Hitze, sinkt der TMM auf 0. Würde dann auch, wenn man mit dieser Hausregel spielt, mit dieser Sonderregel spielt, in Bracket 0 aktivieren, in der Bewegung und auch in der Schussphase.
Das ist, und wenn man dann noch mehr Hitze aufbauen würde, also das heißt, wenn noch mehr Hitze übrig geblieben wäre, entweder diese Cubes oder wenn man das hier eingetragen hat, kann es halt auch noch sein, dass die Einheit schlechter schießt, dass sie versucht, sich abzuschalten, dass Munition in den Kanistern explodiert oder dass die Maschine sich sogar automatisch abschaltet und dann in der nächsten Runde gar nicht handeln kann und sehr, sehr leicht von Feinden beschossen werden kann. Die letzte Phase, in der wir dann noch Dinge auszuführen haben, ist die Endphase. Und in der Endphase wird halt eigentlich alles gemacht, um das Spielfeld ein bisschen aufzuräumen und für die nächste Runde vorzubereiten. Wir schauen zum Beispiel, liegen noch irgendwo Würfel an, die da nicht hingehören. Zum Beispiel hier dieser Bewegungswürfel, der kommt dann mal weg. Natürlich Hitze werden natürlich nicht abgebaut, bleibt natürlich liegen. Zerstörte Einheiten werden jetzt entfernt. Wenn ihr mit Missionszielen spielt, wird jetzt geschaut, ob die Missionsziele halt eventuelle Siegpunkte oder ähnliches abwerfen. Und ihr müsst halt schauen in dieser Phase, ob Einheiten Moraltests würfeln müssen. Moraltests werden dann nötig, wenn eure Einheit nur noch die Hälfte oder weniger als die Hälfte der anfänglichen internen Torso-Struktur übrig hat. Das ist einfach wichtig, weil der Mech ist dann schon so weit zusammengeschossen, dass der Pilot wirklich Muffensausen bekommt und sich überlegt, ah, vielleicht wäre es doch eine bessere Idee, sich zurückzuziehen. Und eine Einheit, die halt auf diesen Wert reduziert wurde, muss einen Moraltest würfeln in der Endphase. Und das ist grundsätzlich relativ einfach. Der Wurf ist auf 8 plus mit 2W6, die zusammen addiert werden und kann auch modifiziert werden durch Dinge wie wenn die Einheit schon kritischen Schaden genommen hat, schon Waffen verloren hat und ähnliches. Dann würfeln wir einfach diese 2W6, addieren die. Wenn wir diese 8 plus schaffen, dann ist der Moraltest bestanden. Die Einheit kann ganz normal agieren. Allerdings, sobald sie wieder Schaden nimmt, muss sie in der nächsten Endphase wieder einen Moraltest würfeln. Sollte der Moraltest misslingen, dann zählt die Einheit als gebrochen, kann nicht mehr hundertprozentig aktiv am Spielgeschehen teilnehmen, zählt zum Beispiel auch nicht mehr für das Erfüllen von Missionszielen, kann zwar noch aktiv schießen, muss sich aber teilweise auch vom Spielfeld zurückziehen. Das wird alles in den Regeln nochmal ganz genau erklärt. Wichtig ist einfach nur, dass wenn Einheiten halt so weit beschädigt sind, wie gesagt, Hälfte oder weniger Anfangstorso-Struktur, müssen sie halt diesen Moraltest würfeln. Und das ist dann eigentlich auch alles, was in der Endphase passiert. Missionsziele, Moraltests, abräumen, bereitet euch für die nächste Runde vor. Die nächste Runde ist dann wieder genauso wie diese Runde jetzt war. Wir starten mit der Initiative-Phase, würfeln wieder neu die Initiative aus. Das heißt, es kann einen neuen Sieger geben oder auch vielleicht denselben. Dann geht es in die Bewegungsphase nach TMM-Brackets. Dann geht es in die Schussphase nach TMM-Brackets. In der Schussphase wird Hitze aufgebaut, wird Schaden zugefügt, werden eventuelle kritische Treffer ausgeführt. Am Ende der Schussphase müssen Einheiten, die 7 oder mehr Schaden genommen haben, schauen, ob sie zu Boden stürzen, ob der Pilot Schaden nimmt. Und dann kommen wir in die Hitzephase, wo die Hitze wieder abgebaut wird, Resthitze eventuelle negative Effekte für die jeweilige Einheit ausführt, dann wieder in die Endphase und so weiter und so fort, bis das Spiel beendet ist. Was wir noch ganz kurz sagen können, wir haben jetzt hier ja Schaden am Dragon, da ist der Pilot ja gestürzt und muss einen Test auf 3 plus würfeln, ob er bei Bewusstsein bleibt, hat er jetzt geschafft. Wenn er das jetzt nicht geschafft hätte, sagen wir mal eine 2 gewürfelt, dann wäre der Dragon für die nächste Runde bewusstlos gewesen, zählt dann als unbewegt, ist dann einfacher zu treffen mit minus 1 für die Schwierigkeit von gegnerischen Angriffen und könnte dann in der nächsten Runde, in der nächsten Endphase wieder würfeln und schauen, ob er dann wieder Bewusstsein ist, müsste also wieder eine 3 plus würfeln, außer er hat in der Zwischenzeit noch mehr Schaden genommen. Dann wäre das auf jeden Fall eine Möglichkeit, um wieder wach zu werden. Was noch interessant ist, wäre eine Sache, und zwar, die ich nochmal ganz kurz zeigen will, das ist nochmal so eine Schussphasensache. Wenn eine Einheit Schaden am Kopf nimmt, dann ist das immer noch eine Sonderregel bei BattleTech Override, denn wenn der Schaden aus einer einzelnen Waffe kommt, die an einer einzelnen Waffengruppe ist, wird der Schaden komplett auf den Kopf ausgeteilt. Das heißt, eine ERPPK mit ihren 4 Schaden, die einfach nur eine einzelne ERPPK ist, würde bei einem Kopftreffer von 12 diesen 4 Schadenspunkte direkt auf den Kopf machen. Jeder Treffer am Kopf der Einheit gibt dem Piloten automatisch auch einen Schadenspunkt. Wenn der Schaden aus einer Waffengruppe kommt, wie zum Beispiel hier bei diesen zwei Medium-Puls-Lasern, dieses Wraith, das sind auch 4 Schaden, dann kommen nur 2 Punkte des Schadens dieser Gruppe am Kopf an und die restlichen Schadenspunkte gehen direkt auf den Torso. Das ist eine neue Regel bei BattleTech Override, die Waffengruppen ein bisschen schlechter macht,
was die Zerstörung von Köpfen angeht. Aber auch hier ist es so, die zwei Schadenspunkte gehen an den Kopf. Das heißt, der Pilot nimmt auch wieder einen Punkt Schaden. Und das war eigentlich dann auch schon alles, was ich euch zeigen wollte. Das war eine Runde Battletech Override. Nicht hundertprozentig im Detail, sollte kein Spielbericht werden, sondern nur eine ungefähre Erklärung der Regeln. Ich hoffe, ihr habt sie verstanden. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Lasst mir auf jeden Fall gerne die ein oder andere Zeile in den Kommentaren da und sagt mir, was ihr verstanden, was ihr nicht verstanden habt, was ihr vielleicht nochmal sehen wollt. Warum auch ihr findet, dass Battletech Override einfach ein sehr, sehr cooles Zwischensystem ist zwischen Classic und Alpha Strike. Aber ich würde erstmal sagen, wir beschließen es hier. Und ich würde sagen, ich hoffe, ich sehe euch irgendwann mal bei mir am Spieltisch und dann zocken wir eine Runde Override und ich bin raus und ich fahre meinen Reaktor runter und ich sage, macht's gut und ich lasse hier nochmal ein bisschen alles was umfallen. Zerstörung, Zerstörung.